Ich würde voll gerne. Was zum Teufel? Oh ja! Ich würde voll gerne den nächsten Buchstaben mal einsammeln. Weil es wird doch bestimmt langsam voll Zeit, oder? Oder sehe ich das verkehrt? Gedürksen. Wow. Knapp. Wow. Lava. Oh Gott. Lauf, Rambi. Lauf. Lauf, wie du noch nie in deinem Leben so. Das war gemein. Ich hatte doch keine Ahnung, wie diese scheiß Plattform fällt. Jetzt mal ehrlich. Och Mann, so ist es doch mies. Miese kleine Entwickler ihr, die ihr so etwas hier vor mich, also... Und dann genau auch so eine Scheiße, wisst ihr? Man ist die ganze Zeit drauf programmiert eigentlich, man ist die ganze Zeit drauf programmiert, ständig nach vorne zu rennen wie ein Berserker. Und dann machen die hier so eine Stelle, wo man einfach mal nichts anderes machen kann, als einfach warten. So. Nervt mich jetzt auch gerade so ein ganz klein bisschen, dass ich natürlich Dixie nicht dabei habe. Die das Springen nochmal ein bisschen hätte vereinfachen können. Aber hey, was soll's. Ich meine, wir haben Rambi. Ist er nicht sowieso der besteste Kumpelfreund, den man sich überhaupt vorstellen und wünschen kann. So. Lauf, Rambi, lauf. Flupp. Flop. Yay. Okay. Also. Genauso auf so eine Stelle. Woher soll man das wissen? So. Ich weiß nicht mal, wie ich da schnell genug sein kann, ganz ehrlich. Ich weiß es gerade nicht. Also. Holen wir uns das Rambi-Getier. Ne, ich muss die ganze Zeit Y drücken, oder? Damit er seinen Arsch bewegt. Das war jetzt nur eine Trockenübung quasi. Damit ich weiß, wie ich nachher vor der Lavafontäne fliehen muss. Weil so hundertprozentig klar ist mir das immer noch nicht. Find das ein bisschen heftig. Aber nur ein bisschen. Vielleicht stelle ich mich auch einfach zu sehr an. Das kann ja durchaus auch im Bereich des Möglichen liegen, nicht wahr? Flupp. So. Warten und Feuer. So, go. Rambi go. Okay, ja, diesmal habe ich ein bisschen mehr Vorsprung. Das bedeutet, ich habe mich einfach zu doof angestellt. Das bedeutet, wir sind jetzt fertig. Okay. Seltsamer Level. Da hätte man zum Schluss auch bestimmt wieder irgendwo was einsammeln können, aber das war mir jetzt einfach mal an der Stelle so ein ganz kleines bisschen egal. Ich hoffe, man kann das mir an der Stelle ein bisschen verzeihen. So, Magma Mia, sehe ich das richtig, ja? Wie geht's jetzt weiter? Endgegner? Oder wie? Tatsächlich. Der sechste Boss. Frostfeuriges Finale. Nein. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder hier in der Kühlkammer oder in Magma Mia. Ich würde eigentlich mehr von der Kühlkammer ausgehen. Aber wo hier jetzt, ja, wo jetzt hier der geheime Ausgang ist, ich habe keinen Schimmer. Mir ist nichts Besonderes aufgefallen, als ich jetzt hier durchgerusht bin. Durchgerusht vor allem. Oder hätte zum Schluss noch irgendwo was sein können? Ich weiß nicht, hier ist schon wieder so viel Maschinengedöns und so. War hier irgendwo eine Stelle, wo man irgendwo nochmal hätte zurückgehen können oder so? Wer weiß das schon?
Gut. Ja, wie gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus, beziehungsweise ich gucke mich hier in diesem Level jetzt nochmal um. Wenn wir jetzt wieder erwarten, allerdings keine gescheite Lösung auf mein Problem finden sollten, dann müssten wir das an der Stelle tatsächlich nochmal vertagen. Und da muss ich mir nochmal Gedanken machen. So, jetzt ist hier, ja, ganze, oh, wieder überall Maschinen und so. Ich gehe zum Anfang zurück und hier ist nix. Maschinen. Ach, ist gut. Maschinengetöns. Mit irgendeinem besonderen Mitstreiter. Ich weiß es nicht. Ich kann es null einschätzen hier in diesem Level. Also wir haben hier überall diese Plattformen. Ich gucke jetzt wirklich überall hin, ne? Wirklich überall. Ach nee, guckst du nicht, ja, so guckst du wirklich überall? Wirklich, wirklich überall? Ja, ich gucke voll wirklich überall. Also so richtig, wenn ich vorher noch nicht geguckt habe, ne? Aber jetzt erst gucke ich wirklich überall. Also so, das könnt ihr mir glauben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, das war schön, Hering. Das war Timing. Herrlich. Es kann irgendeine komische Stromgeschichte sein. Es kann aber auch ganz was anderes sein. Die hier... irgendwas anderem hier zusammenhängt. Ich kann es euch nicht sagen. Hier ist so viel. So viel Technikgedöns. Erinnern wir uns mal zurück. War hier irgendwas Besonderes damals in Donkey Kong Country Returns, was mir hier an der Stelle irgendwie weiterhelfen würde? Ich bin jetzt schon bei der Stelle hier, wo ich vorhin die ganze Zeit verreckt bin. Ist interessant. Ich würde ja fast sagen, ne, es muss... Zum Schluss hin wurde es wieder ein bisschen zu schnell bei mir. Interessant. Das war das letzte Puzzleteil, habe ich auch nicht gedacht. Zum Schluss wurde es wieder ein bisschen zu schnell bei mir. Ich könnte euch da jetzt nicht mal genau sagen... Ja, ehrlich. Ich könnte euch da jetzt nicht mal genau sagen, wie der Level überhaupt aussah zum Schluss. Deswegen muss ich mich da nochmal genauer umgucken. Ansonsten der Teil hier vorne... Ich meine, ja, nee. Ich meine, den Gag dahinter haben wir schon so ein bisschen verstanden, oder? Halt überall Stromgedöns und so. Hui, bloß aufpassen, weil Stromgedöns. Dort unten war nur ein Bonusraum. Hat das irgendwas damit zu tun? Ist hier irgendwas direkt über mir? Ich kann aber nicht... Du ziehst es nicht noch höher, Donkey, oder? Wenn ich lang genug ziehe? Irgendwas? Vielleicht? Nein. Okay. Hui! So, hier ist... wahrscheinlich nix. Hier ist... auch nix, nur ein Puzzleteil. Wenn ich mich recht entsinne, ne? Mehr war hier doch nicht. Puzzleteil, mehr nicht. Okay, so, jetzt bin ich schon bei diesem Speicherschwein hier. Der Rest ging doch eigentlich relativ fix, oder nicht? Was ist das da im Hintergrund? Ein riesiges Auge mit... Das ist einfach nur eine Anspielung, ne? Auf Donkey Kong Country Returns. Da hatten wir, glaube ich, so ein komisches Auge oder irgendwie sowas in der Art. Ich erinnere mich da jetzt wirklich nur so ganz rudimentär dran, aber ich... glaube, dass da irgendwas in der Beziehung gewesen sein könnte. Kann sein, dass hier über mir was ist, oder? Scheiße. Ja, aber versucht da mal ohne Dixie hinzukommen.
Ich meine, es ist ja schon mal faszinierend. Seht ihr die Stacheln dort? Auf der linken Seite? Also hier oben, meine ich. Wofür sind die da? Da oben kommt man doch normalerweise nicht hin. Aber da brauche ich einen... Das schaffe ich nicht alleine. Nicht nur mit Donkey. Da brauche ich einen tierischen Mitstreiter, der das zusammen mit mir angeht. Ja, und hier ist schon Schicht. Aber das wäre die einzige Stelle, die mir einfallen würde. Okay. Also nochmal in den Level rein. Und diesmal Dixie behalten. Brauche ich Dixie? Oder Cranky? Cranky würde vielleicht auch dort oben hochkommen. Weiß ich nicht. Mit Didi wird es schwieriger. Weil mir, ja, so ein Raketenrucksack bleibt ja auf einer Ebene. Aber ich glaube, mit Dixie ist es trotzdem einfacher. Ja. Auch der Rest des Levels sollte mir die einfacher sein. Okay. Und dann von dort aus, ja, keine Ahnung, links rüber oder so? Vielleicht doch über die Stacheln? Ich habe keinen Schimmer. Erstmal gucken, was passiert, wenn ich dort, ob die Kamera überhaupt mitgeht, wenn ich dort oben drauf stehe auf der Plattform oder nicht, oder doch, oder... Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann habe ich tatsächlich mal absolut keine Ahnung. Und dann müssen wir das sonst aufs nächste Mal vertagen, weil den Boss, nö, den würde ich mir schon fürs große Finale aufheben wollen. Also, das sei mir doch hoffentlich vergönnt, sag ich jetzt mal. Das epische Finale, quasi gesehen. Affe gegen was auch immer. Man munkelt ja, es könnte so eine Art Walross sein oder so, aber... Genau wissen tue ich persönlich es jedenfalls nicht. Noch nicht. Ba-ba-da-ba-dap. Walrus würde sich ja irgendwie anbieten, oder? Ich glaube schon. Hui. Ich müsste mir mal... durch Dixies Spezialfähigkeit zusätzliche Herzen besorgen. Ich weiß nur noch nicht, wo in diesem Level. Hui. Aha, aha, aha. Nein, nein, nein. Was war hier? Gar nichts. Oh, cool. Aha. Flop, flop, flop. So, bis hierhin doch ganz nett. Bis hierhin doch ganz nett. Und auch ziemlich adrett. Oh, cool. Das kann man sogar echt ruhig hier lösen, diese Stelle. Das ist unfassbar. Wenn man sich nur mal ein bisschen Zeit nimmt. Zeit nehmen. In einer Welt, in der wir uns doch sowieso keine Zeit nehmen. Für gar nichts. In einer Welt, in der wir alles speedrunnen müssen. Weil es irgendwie zum guten Ton gehört. Ja, ja. Mein Aufruf an alle Leute. Nehmt euch mehr Zeit. Für eure Spiele. Denn sie haben es sich verdient. Auch Spiele haben Gefühle. Wir können nicht einfach so daherkommen und Spiel so in, ja, was weiß ich, in einer Stunde oder so fertig spielen. Nee, das wird dem Spiel überhaupt nicht gerecht. Ich meine, was ist, wie fühlt sich das für das Spiel an? Das wird da, das freut sich voll, yeah, das kommt endlich mal aus der Verpackung raus und wird in die Spielekonsole eingelegt und so. Und das denkt sich so, boah, geil, jetzt spielt er mit mir. Und das, boah, wie viel Zeit wird er wohl mit mir verbringen? Vielleicht so 2, 3, 4, 5 Stunden oder noch länger oder irgendwie sowas, ja. Und dann plötzlich hier so zack, zack, zack und fertig. Und dann seid ihr dann nach einer Stunde durch und dann packt ihr das Spiel wieder weg. Und das Spiel denkt sich so, nein, der hat mich, ich fühle mich voll benutzt. Der hat mich voll, also das geht mal gar nicht hier, so mich einfach so in so kurzer Zeit und so. Dafür wurde ich doch gar nicht konzipiert. Also, das darf man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Spiele von heute. So. Okay. Zumindest sieht das interessant aus. Zumindest war mein Riecher goldrichtig. Okay. Bada 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 buh. Yes. Zumindest den Ausgang habe ich dann mal alleine gefunden. Na gut, okay. Also ich brauchte nur in Welt 4 Hilfestellung. Ansonsten habe ich es alleine gepackt. Das ist, glaube ich, einigermaßen in Ordnung, oder? Ich glaube schon. Okay,
freudige Nachricht an der Stelle. Wenn ich jetzt sowieso schon soweit bin, dann kann ich jetzt auch die restlichen geheimen Level hier noch machen. 6a. Igloo-Irrsinn. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ach, das ist jetzt so verlockend. Andererseits, ich spiele das Spiel heute sowieso nicht mehr durch, oder? Wie viel wär's denn jetzt noch? Naja, 6a, 6b, dann der K-Level und dann der Boss. Scheiße. Warum muss es unter der Woche sein? Warum muss ich keine Zeit haben? Warum muss alles... Ach, ist doch scheiße. Okay, gut. Muss eine Pause machen, das hilft ja nichts. Ich muss die Videos ja noch rendern und so und fertig machen und so weiter. Und das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Das darf ich nicht unterschätzen. Okay, gut. Aber wir sind gut vorangekommen. Ich habe mehr Leben in Welt 6 verloren, als mir lieb war. Allerdings nur durch meine eigene inkompetente Blödheit. Scheiße. Ich denke nicht mehr dran zurück. Egal. Aber dafür habe ich den Rest mehr oder weniger kompetent gelöst, möchte ich mal sagen. Das möchte ich mal hervorheben hier, bevor wieder einer meckert. Nee. Also, ich fühle mich einigermaßen gut. Okay. So. Dann machen wir also beim nächsten Mal weiter mit Welt 6a, dann wahrscheinlich 6b, dann 6k und dann dem Boss-Level. Und ob und was danach noch kommt, keine Ahnung. Entweder wir haben das Spiel dann durch oder eben nicht. Ich lasse mich überraschen. So, ich war der Herringray. Das war Donkey Kong Country Tropical Freeze für den Moment. Ich sag an der Stelle dann einfach mal Tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.